Okay. Also ich will über Internationalisierung und Lokalisierung von Themen und Plugins sprechen. Ich kurz für so Deppen wie mich mal was zu diesen seltsamen Wörtern sagen? Das wollte ich auf einer Extrafolie machen. Und das tue ich auch. Ja. Ich habe das ursprünglich mal für bei mir in der Firma vorbereitet, weil ich festgestellt habe, dass das irgendwie ein Problem ist, wenn Leute Themen vorbereiten oder Plugins und ich die dann frage, weil wir vielleicht dann später die Website in einer anderen Sprache machen wollen für einen Kunden, der das erfragt, dann haben wir jedes Mal so diesen Mega-Task, okay, wir schreiben jetzt da endlich mal Sachen rein, die irgendwie Sinn ergeben, damit man ein Thema für mehrere Sprachen benutzen kann. Ich stelle mich auch mal kurz vorher vor, noch damit ihr wisst, wer ich bin. Also ich bin Dennis Plöttner, ich bin auch so ein Meetup-Organisator, wie sagt man in Deutschland, für das WordCamp in Mailand. Ja, ich habe das da so ein bisschen angeschoben, dass da wieder eine Community entsteht mit ein paar Leuten zusammen, die da auch interessiert waren. Und ja, da sind wir, das läuft gerade ganz gut. Okay, das ist genau die Folie wahrscheinlich, die jetzt so interessant war. Eigentlich diese ganzen Abkürzungen I18N, L10N und G11N und so weiter. Was ist das eigentlich? Eigentlich ist das noch so aus der Zeit, von, als es noch WEX-Machines gab und die Usernamen ganz kurz sein mussten, gab es dann so dann irgendwann so diese Modeerscheinung, dass man damit anfing, den Anfangsbuchstaben von einem Namen zu nehmen und das Ende und dazwischen die Anzahl der Buchstaben, die noch übrig blieb, das waren dann die entsprechenden Nummern, die da eingesetzt wurden. Und heute benutzt man die halt so weiter, weil die irgendwie wahrscheinlich schick sind. Und da gibt es dann halt diese, jetzt neuerdings schon Globalization G11N, wo I18N und L10N so zusammengetan werden, damit man das nicht zweimal sagen muss. Ja, das allerdings kann man nach denen halt auch suchen und der Kontext ist dann immer eigentlich derselbe. Ne? So, dann fragen die meisten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen I18N und L10N? Das ergibt sich ja nicht so auf den ersten Blick. Und da kann man eigentlich sagen, dass I18N eigentlich, wenn man den Prozess beendet hat, dann kann man die Übersetzung machen. Das könnte man ganz vereinfacht so sagen. Während das bei L10N ganz vereinfacht sein könnte, und man könnte sagen, das ist erledigt worden und das kann jetzt auf diesen entsprechenden Markt drauf. Ich wollte mal auch einfach damit anfangen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Sorry. I'm lost. Okay. Du hast bestimmt schon mal diese Abkürzung irgendwie gesehen, hat sich nie ergeben. Ja. Wenn ihr über mehrsprachige Webseiten gesprochen habt, dann gab es da ganz bestimmt irgendwo solche Sachen. Ich bin jetzt ein bisschen, ich bin auch ein bisschen lost. Ich denke, dass das Wort Localization die Locals sind einfach unklar bei vielen. Also, das, was ich rüberbringen wollte und was wahrscheinlich nicht gut angekommen ist, ist, dass Internationalisierung eigentlich die Vorbereitung ist, während Lokalisierung die abgeschlossene Übersetzung ist. Ja? Also ich kann mein Thema, mein Plugin so vorbereiten, dass es lokalisiert werden kann. Das ist also die Internationalisierung, die gemacht wurde. Während wenn ich dann das Sprachfile habe und das dann hochlade und die Themen sich dann in anderen Sprachen darstellen, dann ist diese Lokalisierung abgeschlossen. Ja? Das sind so die zwei Prozesse, die halt jetzt inzwischen in Globalisierung aufgehen, ne? In G11N, könnte man sagen, um einfach zu vermeiden, dass man die beiden Begriffe erklären muss. Wahrscheinlich ist das deshalb entstanden. Ja. So, jetzt ist okay, ja? Also wir haben ja diese, was man relativ oft sieht, dass Plugins und Themen gar nicht vorbereitet werden für die Lokalisierung. Ja, das ist aber eigentlich, finde ich, nicht so super schwierig, weil
wenn man PHP-Entwickler ist, ne, für einen Grafiker möglicherweise, der sieht das häufiger in seinen Themen und denkt vielleicht am Ende nicht mehr drüber nach, hat man eigentlich diese beiden Funktionen, die da halt in der Functions PHP, das ist die untere für die Themen, in der oberen, das ist halt für ein normales Plugin, was entsprechend vorbereitet wird. Da gibt es halt entweder Load Plugin Text Domain oder Load Team Text Domain mit der entsprechenden Syntax. Das, diese Zeichenkette WCBR Plugin oder WCBR Team ist dann die Domain, die Text Domain. Ja. Die Funktion sieht man auch hin und wieder mal. Ich habe die bei meinen Kollegen vermisst, deswegen habe ich, wie gesagt, diesen Speech vorbereitet damals, weil die ihre Zeichenketten direkt in den Code reingeschrieben haben. Und dann habe ich gesagt, so, okay, lass uns mal überlegen, wie das sinnvoll gemacht wird. Ja. Wenn ich zum Beispiel irgendeinen Untertitel ausgeben möchte in H2, könnte ich halt diese Underscore-Funktion benutzen, das sind zwei Unterstriche, mit der Zeichenkette in der Startsprache und der Textdomain dahinter, damit das Plugin weiß oder das Thema, auf welche Sammlung von Strings sich dieser Befehl bezieht. Das zweite, das Unterstrich E, druckt direkt die Zeichenkette dann aus. Und das nächste, dieses Unterstrich N, das ist wahrscheinlich so die Konstruktion, die meisten so ein bisschen erschreckt, wenn sie die zum ersten Mal sehen. Aber eigentlich ist die nicht so schwierig zu verstehen, weil hier ist das Singular, hier ist das Plural. Und wenn hier in der Variable eine 1 drin stehen würde, dann würde das gewählt werden. Jede andere Zahl würde die Zeichenkette ergeben. Und so kann man dann halt mit entsprechenden Funktionen, das sage ich mal, auch relativ sinnvoll ausgeben, ohne dass man Zeichenketten zerstückeln muss und dann am Ende irgendwelche Sachen in den Übersetzungsfiles sind, die man am Ende nicht mehr verstehen kann. Das ist, glaube ich, eine Gewöhnungsfrage. Ich sehe so ein bisschen die Gesichter und frage mich gerade. Im zweiten Fall kann man es nicht übersetzen, da wird in jeder Sprache Howdy Perry stehen? In diesem, das ist in deinem Übersetzungsfile, in deinem PO-File, würde dieser String drin stehen. Da würde, wenn ich ihn dann übersetze? Dann wird die entsprechende Übersetzung ausgegeben. Aber das passiert auch oben auch. Das passiert oben auch, das ist. Das erste ist, um zum Beispiel Variablenzuweisungen zu machen, das druckt nicht direkt die Zeichenkette aus. Das zweite, das Unterstrich E, druckt direkt die Zeichenkette aus. Ein Echo. Ein Echo, genau. Ich glaube, ich hinterlasse mehr Fragen als Antworten. Ja? Also, dann gibt es ja noch so diese Geschichten, dass man dass Wörter, die gleich geschrieben sind, aber eine völlig andere Bedeutung haben, dass man die vielleicht getrennt übersetzen möchte oder dass man jemanden signalisieren will, dass eine bestimmte Zeichenkette, die in der einen Datei einen bestimmten Sinn hat, in der anderen nicht denselben Sinn ergibt, also eine getrennte Übersetzung haben möchte. Benutzt man Funktionen mit Kontext, das kann man halt so entsprechend signalisieren. Und das ist genau dasselbe, was wir vorher gesehen haben, halt nur mit der entsprechenden Kontextangabe. Das zeige ich später nochmal in dem Pro-Edit-Folien. Das hier ist die Ausgabe, um das in den Tags oder in den oder zwischen den Tags entsprechend zu escapen, damit das nicht bei der Ausgabe dann vielleicht das HTML zerstört und dann die Ausgabe vielleicht ein bisschen komisch aussieht. Dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Funktionen, die heute den Rahmen sprengen würden. Also die meisten findet man in diesen wp-includes L10n. Dann gibt es noch diverse Datums- und Nummernfunktionen und auch das Thema JavaScript. Das ist auch nochmal eine Riesendiskussion, wie das am besten lokalisiert wird. Ich wollte noch eben was zu PoEdit sagen.
Es sieht ja in der Ausgabe normalerweise so aus, das ist relativ einfach. Man hat, sieht den Source und dann kann man die entsprechende Übersetzung anlegen. Zu dem Kontext, das stellt sich dann so dar, man sieht denselben String und daneben den Kontext stehen. Insofern wird das ganz gut gelöst. Mit dieser Unterstrich-End-Funktion kann man Singular und Plural übersetzen. Und damit Poedit mit dieser ganzen Geschichte überhaupt was anfangen kann, also da kann man also diese diversen Einstellungen vornehmen, um halt auch seine Übersetzung entsprechend anzulegen, erstmal als Übersetzer mit allen notwendigen Daten. Hier sieht man nochmal diese Konfiguration, um die Befehle entsprechend Poedit bekannt zu machen, damit er weiß, was er damit eigentlich anstellen muss. Das wäre auch vielleicht nochmal ein Thema, über was ich gerne diskutieren würde. Das sprengt heute auch den Rahmen. Und hier diese Geschichte, die öfters mal erfragt wurde, wenn ich in meinem PHP-File einen Kommentar schreibe und schreibe da Translators einen Doppelpunkt und eine Nachricht dahinter, wie wird das gescannt? Unter Linux gab es irgendwie Probleme. Das wäre jetzt hier bei diesem xgettext-Kommando, wäre das die entsprechende Erweiterung mit dem addComments-Translators, kann man das Poedit auch klar machen und der zieht das dann auch mit raus. So, und das ist dann, stellt sich dann bei Poedit so dar. Man sieht halt diese, das kleine Icon da, dort mit den Kommentaren und hier unten rechts dann die entsprechende Nachricht. Und das war's schon. Also ich glaube, jetzt kommen ein paar Fragen. Okay. Also ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, als Entwickler irgendwie die Sicht, dass die Leute das verstehen und überschätzt das dann irgendwie, dass das, ich habe das Thema als Lightning Talk angefasst, ich hätte da vielleicht was Längeres draus machen müssen oder so. Ja. Okay. Lernst du immer brav erst nach Englisch und von da ausgehend in alle anderen Sprachen oder? Ich habe ganz viele Kollegen, die machen das auf Italienisch. Und brauchst du die? Und nee, weil inzwischen denke ich sogar, dass man auch die Startsprache festlegen könnte einfach und sagt, falls wir irgendwann mal auf Englisch übersetzen wollen, dann legen wir halt ein englisches Sprachfall an und wir schreiben in unserer normalen Sprache. Das wäre eine Idee zum Beispiel, glaube ich. Plus, keine Frage, plus als Ergänzung, ich habe gesehen, du hast Poedit unter Linux. Ja. Und das wird im Moment nicht weiter aktualisiert. Also die neuere Version von Poedit für Mac und Windows hat dieses Scanning von WordPress quasi automatisiert. Man muss diese Parameter nicht mehr einstellen. Den Ordner angeben, wo das Plugin oder das Team drin ist, und der zieht automatisch die Katalogdatei oder schon für Deutsch. Ich hatte das von einem Kollegen gehört, also mit einem Mac, der hatte das Problem nicht. Ich habe das bei den anderen Kollegen gesehen, die Linux benutzen und da war das, wie du sagst. Man muss auch die Pro-Version dann von dem Projekt haben. Ja, da gibt es inzwischen auch eine Pro-Version. Ich habe mit dem Entwickler nichts zu tun. Sorry, keine Werbung hier. Was hältst du von dem Plugin Loco-Translate? Von was? Loco-Translate. Das kenne ich nicht. Das erlaubt im Dashboard Übersetzung. Ich hatte früher das Code-Styling, dann ist das nicht weitergegangen. Das wäre jetzt der Nachfolger davon. Ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren. Okay. Also grundsätzlich finde ich immer die Sachen, Tools, die das erleichtern, das sowas zu machen, finde ich immer gut, weil die dann nicht als, dann kann das nicht als Entschuldigung benutzt werden, damit Leute das halt nicht machen, weil dann ist zählt das nicht mehr so, ist alles so schwer, geht nicht. Frage, ja. Sind das alles spezifische WordPress-Funktionen? Weil ja. Der hat es ja auch verschiedene Programmiersprachen. Also gibt es das im Prinzip so, ist das eher ein Standard, den man in ganz vielen Systemen und Programmiersprachen findet? Also grundsätzlich müsste erstmal jeder, also man findet Gettext überall, mehr oder weniger. Ne? Aber WordPress benutzt da so eine eigene Geschichte. Das ist nicht wirklich Gettext, lehnt sich aber an Gettext ziemlich an. Und auch diese ganze Struktur mit den PO und MO-Files, die da entstehen, das ist alles Gettext. Ja.
Und WordPress tut das dann zusammen in einer Funktion, die eigentlich Translate heißt, die sollte man nicht direkt benutzen und das wird dann entsprechend so rausgesplittet als underscore, underscore, underscore e. Und diese ganzen anderen Geschichten sind dann so Erweiterungen, um mehr Funktionalität herzustellen, die wahrscheinlich auch der Grund dafür sind, dass viele Leute ganz viele Fragezeichen immer haben, wenn die die Funktion sehen. Aber ich wollte das Thema halt so, das war in der Firma, hat das auch viel gebracht, das wurde dann ordentlich diskutiert und inzwischen geht das ganz gut. So. Okay, das war's.